Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Böttcher Aktivgruppe jetzt auch mit Kia am Start. Television Zwickau übernimmt Patenschaft für Ziege und Prinzenberger Rockenparty des ESV Lok. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind. Diesen Spruch kennen Sie. Da haben dann die meisten auch ihren Händler, dem sie vertrauen. Ein Autohändler, dem schon lange ganz viele Kunden treu sind, ist Auto Böttcher. Da gab es am letzten Freitag am Standort Lengenfelder Straße so richtig was zu feiern. Eingeweiht wurde zunächst für geladene Gäste die neue große Halle. Für uns schaute Geschäftsführer Marco Böttcher ein Stück weit auf die Geschichte des Unternehmens zurück. Unsere Unternehmensgründung geht zurück auf das Jahr 1983, als meine Eltern schon zu DDR-Zeiten eine Lackiererei eröffnet hatten. Und so hat sich das fortentwickelt. Wir waren einer der ersten Händler, die 1990 mit Mazda einen Vertrag geschlossen hatten, haben uns immer weiterentwickelt. Und vor 2 Jahren haben wir mit Kia, einer neuen Marke in unserem Produktportfolio, einen Vertrag geschlossen. Die bisherige Ausstellungshalle wurde zu eng. Widrigsten Bedingungen der Corona-Pandemie ist es uns gelungen, diesen Neubau hier zu errichten. Und wir sind stolz und froh, dass wir das jetzt so erreicht haben und freuen uns, in Zukunft unsere Kunden hier begrüßen zu dürfen. Heute gibt es die inoffizielle Eröffnung mit geladenen Gästen. Wann geht's richtig los? Ja, korrekt. Richtig los geht's ab nächsten Samstag, dem 25. Juni. Alle sind herzlich eingeladen. Wir haben ein bisschen Programm vorbereitet. Kinder schminken, alles ist da. Also jeder ist herzlich willkommen bei uns. Elektromobilität, das ist eigentlich das alles, das ganz große, alles beherrschende Thema. Wie sieht es bei Ihnen im Unternehmen aus? Ja, ist tatsächlich, die Automobilbranche unterliegt einem sehr starken Wandel. Auch unsere Marken entwickeln sich in diese Richtung. Wir stellen am nächsten Wochenende ein komplett neues Modell von Mazda vor, als Plug-in-Hybrid, als elektrifiziertes Modell. Und gerade die Marke Kia ist Elektro-Pionier und Vorreiter. Wir werden in den nächsten Jahren über 30 Modelle neue bekommen, die alle teil- oder voll elektrifiziert sind. Am Freitag letzte Woche stand die neue Halle natürlich nicht leer. Gefüllt wurde sie mit einem unterhaltsamen Programm, durch welches in bewährt charmanter Art Tina Wojnowski von Radio Zwickau führte. Musikalische Unterhaltung gab es durch die Partyband Happy Feeling. Gänsehautmomente pur lieferten dann die fliegenden Sachsen. Ob am Reifen, den Tüchern oder am Trapez. Wer die jungen Artisten, die am Trillerberg in Zwickau zu Hause sind, schon einmal erlebt hat, der weiß, wovon wir sprechen.
Spektakulär war dann auch die Enthüllung von zwei ganz neuen Modellen. Gezeigt wurde von Mazda der CX-60 und von Kia das Elektroauto des Jahres, der vollautomatische EV6. Wer also nicht dabei gewesen ist am letzten Freitag, der hat am kommenden Samstag die Möglichkeit, sich selbst einmal ein Bild zu machen. Das freundliche Team der Böttcher Aktivgruppe freut sich auf ihren Besuch. Wir haben schon des Öfteren über die Aktivitäten des Vereins Gemeinsam Ziele erreichen berichtet. Für heute Vormittag hatte man mit den Medienvertretern einen Termin im Tiergehege an der Waldstraße vereinbart. Sehen Sie mehr darüber im folgenden Beitrag. Begrüßt wurden wir heute am neuen Ziegengehege. Es gibt bei uns im Haus so die Termine, wo man gerne hingeht. Tiergehege Marienthal. Wir sind gerne hierher gekommen, Jens. Was gibt es denn Neues zu berichten? Ja, wir haben jetzt Generationswechsel, ne? Hinter mir stehen sie irgendwo. Wir haben 6 neue Zicklein. Wir haben ja jetzt altersbedingt und auch krankheitsbedingt alle alten Ziegen, bis auf 2, die im unteren Bereich noch da sind, verloren. Die sind alle verstorben oder mussten eingeschläfert werden, weil sie schwer krank waren. Jetzt haben wir wirklich einen Generationswechsel. Die werden also jetzt auch in dem schönen Stall hinter uns groß. Ne? Die Alten könnten da gar nicht hochbalancieren, weil sie es gar nicht geschafft haben. Die haben jetzt ganz andere neue Möglichkeiten und wir sind total happy. Wir haben also sowohl vom Tierpark Hirschfeld welche bekommen, als auch vom Tiergehege im Krimmitschau. Und seit wenigen Tagen bereichern sie jetzt quasi das Tiergehege und da warten wir ja schon wirklich lange drauf. Haben gesagt, jetzt mal sehen. Aber wir kennen ja auch einen Prozess, der da heißt, eine Ziege trägt, nicht beschleunigen. Also mussten wir uns auch gedulden, bis es endlich soweit war. Ihr habt es auch gerade jetzt nach Corona gemerkt, wie die Leute raus wollen, wie sie wieder das Leben spüren wollen und gerne hierher kommen. Ja, also auf alle Fälle. Ich sag mal, der Ausreißer jetzt am Wochenende mit 35 Grad, da merken wir dann auch, dass weniger Besucher sind, weil da sollte man auch nicht möglichst direkt in die Sonne gehen. Aber ansonsten, wir haben ja heute auch noch die Übergabe von den Bänken, die die Stadt Zwickau quasi aus dem Bürgerhaushalt mitbezahlt hat. Die stehen jetzt also auch bereit. Jetzt lädt quasi das Tiergehege wieder zum Verweilen ein. Und ich denke, auch die Zicklein, die werden jetzt wieder ein Besucher- und Publikumsmagnet im wahrsten Sinne des Wortes. Kleine Anmerkung von mir, wir sind dadurch doll froh und glücklich, wenn jeder, der hier ins Tiergehege kommt, unser spendenfinanziertes Tiergehege auch entsprechend unterstützt, auch mal einen Euro für eine Futterspende gibt, weil wir stellen da kleine Körbchen bereit, wo man füttern kann. Und was wir als weiteres auch machen werden, ist, wir werden natürlich Patenschaften vergeben. Da werden wir noch einen kleinen Aufruf starten und dann werden wir hiermit natürlich jetzt genau haarscharf starten, dass jeder, der das möchte, eine Patenschaft für so ein Zicklein übernehmen kann, damit man eben auch genau für die Ziege auch die Versorgung absichern kann. Jens, wie seid ihr personell aktuell aufgestellt? Also ich würde mich jetzt nicht beschweren wollen, weil wir glücklicherweise wirklich Ehrenamtliche und Helfer im Bundesfreiwilligendienst haben, die uns unterstützen. Das sind über 10, die arbeiten so in 2 Schichten, vormittags und nachmittags, die das hier gut wuppen. Und da sind wir auch froh. Ich habe jetzt kein Holz, wo ich draufklopfen kann. Machen wir es so, dass die uns auch weiterhin gut helfen, weil ohne die würden wir es gar nicht schaffen. Wir waren ja vor geraumer Zeit hier, wenn ich mal nach links schaue von mir aus, das nimmt auch richtig Gestalt an. Ja, also das ist ja eine Grundbedingung für uns selber auch gewesen, wenn wir das Tiergehege bewirtschaften, dass wir ordentliche Wirtschaftsräume auch zur Verfügung haben, inklusive auch sanitär. Und das haben wir auch. Jetzt haben wir nach und nach hier auch saniert. Das heißt, erstmal Dächer drauf, Dächer dicht gemacht und neu draufgesetzt, auch mit Fördermitteln dort entsprechend Erfolg gehabt. Und dann können wir so nach und nach dieses Tiergehege mit dem Vierseitenhof auch in Richtung so Umweltbildungszentrum entwickeln für Kinder und Jugendliche, um eben das Thema Natur, Nachhaltigkeit, auch Müllvermeidung und alles, was uns so berührt, wie wir eigentlich Natur ein bisschen kaputt machen, immer wieder vor Augen zu führen, was man besser machen kann. Dann haben wir den Aufruf bezüglich der Übernahme einer Patenschaft direkt aufgegriffen. Ausgesucht hat sich unsere Geschäftsführerin die kleinste von allen. Schnell hat sie ihr den Namen Zoe gegeben.
Natürlich war das kleine Zicklein noch scheu, aber die frischen Salatblätter schienen zu schmecken. Dann gab's natürlich das obligatorische Foto mit Zoe und Jens Juraschka. Nun ist es an Ihnen, vielleicht auch so eine Patenschaft zu übernehmen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 60 Euro im Jahr. Unabhängig davon lohnt sich immer ein Besuch im Tiergehege, mitten in der Stadt und trotzdem Natur pur. Schöner geht's nicht. Wir jedenfalls haben versprochen, unser Patenkind regelmäßig zu besuchen und zu schauen, wie es gedeiht. Am kommenden Donnerstag ist es soweit, dann gehen bundesweit wieder alle Kids auf Entdeckertour. In diesem Jahr dreht sich alles rund ums geheimnisvolle Erdreich, Tag der kleinen Forscher. Im Erdreich ist mächtig viel los, Zeit einen Blick in, auf und unter die Erde zu werfen. Das haben sich auch die Mädchen und Jungen in den Zwickauer Kitas und Horten vorgenommen. Also bitte nicht wundern, wenn die Kids an diesem Tag mit Lupen durch die Wiese robben, merkwürdige Kreaturen kneten oder mit Klebeband umwickelten Schuhen Trampelpfade und Wege ablaufen. Das hat alles mit der Forschung zu tun. Werbung. Was bedeutet Sicherheit für Sie? Der Bürgerdialog zur nationalen Sicherheitsstrategie. Am Mittwoch, den 29. Juni von 18 bis 21 Uhr im Kulturforum Görlitzer Synagoge. Mit den Themenkomplexen Gewalt und Krieg, Freiheit und Demokratie sowie Umwelt und Ressourcen. Übernehmen Sie Verantwortung und diskutieren Sie mit. Jetzt anmelden unter www.sachsen-fernsehen.de/bürgerdialog-sicherheit. Wir sind die ambulante Physiotherapie in Zwickau. Wir befinden uns im Medikum Ossietzky-Straße und wir suchen zwei neue Kollegen, die unser Team verstärken. Also, Fakt ist, bist du Physiotherapeut? Wir freuen uns auf dich. Komm vorbei. Fakt ist auch, unser Lohn ist für unsere Region absolut überdurchschnittlich. Bewirb dich, ruf an, melde dich. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Das Covid-Schnelltestzentrum Zwickau in den Räumlichkeiten der Physiotherapie im Johannisbad. Geschultes und zertifiziertes Personal begleitet Sie sicher in nur 15 Minuten zu Ihrem Testergebnis. Durchgeführt werden können den RKI-Richtlinien entsprechende Antigen-Schnelltests, aber auch PCR-Tests. Und das auch ohne vorherige Terminvereinbarung. Covid-Schnelltestzentrum im Zwickauer Johannisbad, Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und an beiden Wochenendtagen jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Wie haben wir das alle vermisst? Mit Freunden feiern, Party machen. Wenn da dann noch eine Band auf der Bühne steht, die seit mittlerweile 30 Jahren der Garant für beste Unterhaltung ist, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Vom Sommerfest der Abteilung Fußball des ESV Lokomotive Zwickau, welches im wahrsten Sinne des Wortes am vergangenen Samstag über die Bühne gegangen ist. Bei unserem Eintreffen nach 19 Uhr auf dem Gelände am Eschenweg herrschte reges Treiben. Während sich die einen auf dem Fußballfeld beim Torschuss versuchten, ließen sich andere das erste Bier schmecken.
Nachdem am Tag zuvor hier die Festveranstaltung anlässlich 75 Jahre ESV Lok Zwickau stattgefunden hatte, freute man sich, bei der Abteilung Fußball das traditionelle Sommerfest wieder durchführen zu können. Wir sind sehr froh nach der Corona-Pause, dass wir jetzt endlich unser 20-jähriges Sommerfest durchführen können, was schon für uns viele Jahre eine Tradition war, für alle Mannschaften, die wir haben, vom Nachwuchs, von den Bambinis angefangen, über die Jugendmannschaften, Männermannschaften, bis zu den alten Herren und bis zu unserer Damen-Freizeitmannschaft. Es ist ein, sagen wir, vereinsumspannendes Event, was auch ein Stück Teil so Stadtteilcharakter hat, wo wir auch versuchen, durch die Marienthaler mit zu integrieren. Und wir sind sehr froh, dass wir heute wieder hier sein dürfen und jetzt endlich zum 20. Fest feiern können. Auch wenn es etwas sehr heiß ist heute, aber da müssen wir halt durch. Und Sie haben sich eine richtige Partyband eingeladen. Ja, die Prinzenberger, wir haben halt auch gedacht, für das 20-Jährige müssen wir was Besonderes bringen. Und ich glaube, die Prinzenberger, die können gut einheizen und ziehen auch einige Fans von außerhalb der Region mit nach Marienthal heute. Wir sind ja Heimstätte auch unseres FSV. Wir sagen es ja so, es ist ja ein bisschen diese Verbundenheit. Wie stehen Sie denn zum FSV? Ja, wir drücken dem FSV natürlich die Daumen, auch zu jedem Spiel. Wir sind im Nachwuchs auch Kooperationspartner, schon viele Jahre vom FSV Zwickau und arbeiten im Nachwuchs eng miteinander zusammen und drücken natürlich unserem Kooperationspartner auch die Daumen, dass es sportlich sich positiv weiterentwickelt und dass wir natürlich im nächsten Jahr wiederum die Klasse halten können. Dann wünschen wir Ihnen heute eine tolle Party. Ja, vielen Dank. Und dass die Band aus unserer Region so richtig punkten sollte, daran hatten auch wir keine Zweifel. Vor dem Auftritt nutzten wir die Gelegenheit, mit zwei Bandmitgliedern ins Gespräch zu kommen. Ja, nachdem gestern 75 Jahre ESV Lok gefeiert wurde, heute das Sommerfest der Sparte Fußball und ihr seid mit dabei, die Prinzenberger, die Hütte wird wieder brennen. Wie ist es euch in der letzten Zeit ergangen als Kunst- und Kulturbrachler? Also ich meine, wie ja jeder weiß, die letzten zwei Jahre, die waren, reden wir mal nicht so drüber. Ne? Also wir waren eigentlich auf Null, weil wir ja Amateure sind, das nur nebenbei betreiben und mehr oder weniger auf Null gestellt. Ja. Marco, wie war das dann, als es hieß, ihr dürft wieder? Also ich könnte mir vorstellen, ihr habt einen Kasten Bier genommen, seid in den Probenkeller gegangen, habt gesagt, Jungs, lasst uns mal probieren, ob wir es noch können. Na, einen Kasten wird er nicht gereicht haben, glaube ich. Weil wir mussten die ganzen falschen Töne ja überdecken und ja, es war schon richtig schwierig, die ersten Proben. Aber mit der Zeit haben wir uns dann richtig reingefuchst, ne? Und dann, ja, was man einmal wie schwimmt, verlernt man einfach nicht. Ne? Wie ist es denn? Wie wird es von den Leuten angenommen? Also wir haben so den Eindruck gehabt, die Menschen sind nach Corona, gut, wir rutschen in die nächste Welle irgendwann, ist immer eine Bewertungssache, sind ein bisschen demütiger geworden und dankbarer. Empfindet ihr das auch so? Also auf jeden Fall können wir jetzt nicht sagen, dass irgendwas nachgelassen hat. Im Gegenteil, es ist eigentlich jetzt nochmal die ersten Auftritte, was wir hatten, nochmal richtig gepusht. Und also ich glaube, die feiern noch schlimmer und noch wilder als vor Corona irgendwie, gefühlt. Was ist das Geheimrezept? Also drei Bier ist okay, aber die Leute sind ja trotzdem sofort bei euch und irgendwie gefühlt nach einer Stunde tanzen sie auf den Tischen. Was ist euer Konzept bezüglich der Musikauswahl? Ja, das ist irgendwie 30 Jahre gewachsen. Das hast du im Gefühl, dass die Lieder passen und dass du die Lieder anpasst an die Leute. Du gehst auf die Bühne, wir haben ja keine Playlist oder so. Wir gehen auf die Bühne, wissen die ersten drei Lieder und dann wird nur auf Zuruf der ganze Abend gestaltet. Also wir haben da keinen festen Plan oder keine festen Lieder, die wir jetzt ein ganzes Jahr durchspielen. Das ist immer anders, je nach Publikum. Das Publikum ist auch immer verschieden. Du sagst es, je nach Publikum. Heute sind es ja Fußballer und Fußballerfrauen, die vor allen Dingen hier sind. Habt ihr euch da was Besonderes ausgedacht? Ja, also ich sag mal, es ist heute schon wahrscheinlich schon ein bisschen auf Fußball getrimmtes Programm. Ne? Also die ganzen Zurufe und Einlagen. Marco hat jetzt zum Beispiel heute vor dem Auftritt einen Zettel mitgebracht. Da stehen halt ein paar, wie sagen wir jetzt? Spezielle Fußballschmankerl drauf. Genau. Und das kommt dann eben heute Abend ohne Probe. Ja. Also wir hoffen, dass das gut klappt. Und wenn gar nichts klappt, dann Striptease geht immer. Okay, bitte. Yeah.
sind die Männer mit einem harten Schock. Wir fahren mit dem Kopf und die Hände. Was dann folgte, war beste Unterhaltung pur. Und die Prinzenberger haben in der pandemiebedingten Spielpause wirklich nichts verlernt. Mit einem hohen Maß an Professionalität und Empathie nahmen sie das Publikum mit. Irgendwann hat sich unser Kameramann verabschiedet, aber die Party ging dann natürlich so richtig weiter. Ein Wermutstropfen war, dass es offensichtlich einige benachbarte Bürger aufgestoßen hat, dass es am Samstagabend Live-Musik in ihrer Nachbarschaft gab. Nach einer kurzzeitigen Unterbrechung, in welcher die Veranstalter mit den Ordnungskräften klärten, dass das Event bis 0.30 Uhr angemeldet sei, ging es dann etwas leiser weiter. Schade, dass so viel Unverständnis bei manchen Menschen herrscht, anderen das Feiern nicht zu gönnen. Sollten wir doch alle dankbar sein, dass Kunst und Kultur nun endlich wieder stattfinden kann. Comedia Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Matti Kamenz hat den FSV Zwickau verlassen. Der 23-Jährige wechselt zum Greifswalder FC, die dieses Jahr in die Regionalliga Nordost aufgestiegen sind. Johann Gomez hat sich im Training beim FSV einen dreifachen Bänderriss im rechten Knöchel plus ein Knochenmarködem zugezogen. Er wird mindestens 6 Wochen ausfallen. Johann trägt eine Schiene, geht dann in die Reha und wird Anfang Juli nicht mit dem FSV ins Trainingslager fahren können. 232.202 Zuschauer besuchten den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2022 auf dem Sachsenring am vergangenen Wochenende bei hochsommerlichen Temperaturen. Der deutsche Lauf der Motorwelt-Weltmeisterschaft ist das größte Einzelsportevent in Deutschland. Seit 1998 wird das Rennen der MotoGP auf der Rennstrecke bei Chemnitz ausgetragen. In diesem Jahr kamen mehr Zuschauer als je zuvor zum neuen Sachsenring. Für den 25. Motorrad-Grand Prix auf dem neuen Sachsenring im Jahr 2023 ist das Ticketangebot mit 9 Kategorien, einer breiteren Auswahl, familienfreundlichen Tickets für Kinder und erweiterten Angeboten für ADAC-Mitglieder noch attraktiver. Werbung. Sehgewohnheiten. Max Pechstein. Fotografie vom 21. Mai bis zum 11. September 2022. Die Ausstellung zeigt eine neue Facette von Max Pechstein. Erstmals werden von ihm aufgenommene Fotografien im musealen Kontext präsentiert und in direkten Bezug zu seinen Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken gesetzt. Gegliedert in verschiedene Themenbereiche und eingebettet in mehr als 35 herausragende Arbeiten aus dem Früh- bis Spätwerk Max Pechsteins, die in Dialog mit den Aufnahmen gesetzt werden, ermöglichen einen neuen, geschärften Blick auf das Œuvre des gebürtigen Zwickauers. Im Aufeinandertreffen der Fotografien, auch mit illustrierten Briefen Max Pechsteins, als eine weitere authentische Quelle, die Einblicke in seine Gedanken- und Gefühlswelt vor Ort gewähren, soll darüber hinaus eine erste Datierung der kleinformatigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen ermöglicht werden. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke.
In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 6 Monate gratis sichern. Auf Pure.com. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Der morgige Mittwoch wird genauso ein schöner Sommertag wie heute. Bei Werten bis 28 Grad scheint den ganzen Tag die Sonne. Am Donnerstag legen die Temperaturen dann noch eine Schippe drauf. Sonne pur und 32 Grad erwarten uns. Auch der Freitag zeigt sich von seiner besten Seite. Bei ähnlichen Werten wie am Vortag strahlt die Sonne ungetrübt von einem stahlblauen Westsachsenhimmel. Am Samstag begleitet uns dann den ganzen Tag über Regen. Bei Temperaturen bis 25 Grad zeigt sich nur gelegentlich die Sonne. Liebe Zuschauer, das war tagaktuell für den Dienstag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen sonnigen Abend. Bis morgen an gleicher Stelle. Machen Sie es gut. Tschüss.